Herzlich willkommen zum Tutorial, wie gebe ich eine Aufgabe über die Plattform iOS, also iPhone oder iPad ab. Aus diesem Grund habe ich hier ein kleines Video vom Handy gemacht, wie das aussieht, wenn man eine Aufgabe kriegt. Ihr wisst ja selber, ihr kriegt eine Benachrichtigung über Teams, wie das Ganze abläuft. Hier sieht man, die Aufgabe wurde zugewiesen, dann kann man auf die Aufgaben klicken. In dem Fall dann hat man diese neue Benachrichtigung. Wenn man dann auf die Aufgabe klickt, dann kann man hier dann die Aufgabe auswählen. So, jetzt ist dann eine Übersicht hier, wie diese Aufgabe aufgebaut ist, was man machen soll. Zum einen geht es hier um den Upload der Hefteinträge, hier die Anweisungen, bitte Bilder hochladen. Manche Kolleginnen und Kollegen sagen auch, sie hätten gern ein Word-Dokument mit dem Bild drin. Das könnt ihr dann eben auch hier erledigen. Wichtig ist, ihr klickt auf den Button Arbeit hinzufügen und dann bekommt ihr in diesen Auswahldialog. In diesem Auswahldialog habt ihr dann die Möglichkeit, zum einen über OneDrive oder die Datei, die direkt auf dem Handy gespeichert ist, Dateien hinzuzufügen oder eben direkt von diesem Gerät hochzuladen. Wenn man auf von diesem Gerät hochladen klickt, dann macht ein Dialogfenster auf, indem man dann auswählen kann, ob man eigentlich ein Foto oder ein Video aufnehmen möchte, Fotomediathek oder eben auf Durchsuchen, damit man auf das Dateiverzeichnis zugreifen kann. In dem Fall werde ich das jetzt mal so lösen, dass wir ein Foto vom Hefteintrag direkt in der App aufnehmen. Man sieht, wenn man dann auf Foto oder Video aufnehmen drückt, dann macht dieses Dialogfenster auf. Man kann ein Foto von seinem Hefteintrag machen und dann den ganzen einfach direkt in der App dann auch gleich hochladen. Sollte ein Bild nicht reichen für die Hefteinträge, dann kann man hier über Arbeit hinzufügen weitere Bilder ergänzen. Zum Schluss geht es dann eigentlich nur noch darum, wenn man fertig ist mit dem Ergänzen, dass man das Ganze dann über den Button Abgeben wegschickt. Dann wird auch quasi die Aufgabe abgeschlossen. Ich hoffe, das hilft, dass man hier klar weiß, was man machen soll, wenn man eine Aufgabe abgibt. Bleibt gesund!